Das ist wie ein scheiß Kinofilm. Du kannst dir das einfach nicht ausdenken. Ich muss wirklich bald mal wissen, ob die das jetzt kaufen oder ob die es nicht kaufen. Ich bin gespannt, was heute da in diesem Video zu, was da rauskommt. Lasst uns mal reingucken. Das geht 22 Minuten. Dankeschön übrigens an dieser Stelle an Lacktausch, der das wie immer für uns aufbereitet hat, auch mir die Erlaubnis gegeben hat. Ich stehe im Austausch mit Lacktausch, also vielen Dank an dieser Stelle und wir gehen rein. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ja, wie ich bereits im letzten Video prognostiziert habe, hat sich einiges getan in den letzten Tagen. Und die Ereignisse haben sich geradezu überstürzt und im Grunde könnte ich jetzt wieder 3 Videos machen. Ich schaue mal, den einen oder anderen Themenbereich lasse ich vielleicht raus. So, jetzt aber zum aktuellen Thema. Und zwar, die Endor AG beschäftigt uns ja schon seit einer ganzen Weile. Und es reißt einfach nicht ab, es nimmt kein Ende. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den aktuellsten News. Also, am 28. Juni hat dann, wie von mir prognostiziert, zwar nicht auf den Tag genau, aber vor dem 1. Juli, habe ich ja gesagt, wird da was kommen müssen. Und siehe da, es ist was gekommen. Man hat nun die Verlängerung der Standstill-Vereinbarung durch die kreditgebenden Banken verkündet. Und zwar wurde das Standstill Agreement verlängert für die Dauer des Staruk-Verfahrens. Also ist da jetzt keine Deadline mehr integriert, lediglich das Ende des Staruk-Verfahrens wird dann das Auslaufen der Standstill-Vereinbarung verursachen. Ist ja auch ganz normal, denn dann sollten die Banken zumindest einen Teil ihres Geldes zurückerhalten. Und zwar heißt es hier, die Verlängerung der Vereinbarung stellt einen weiteren Schritt dar, um die finanzielle Stabilität und den zukünftigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen. Naja, gut, kann man lesen, wie man möchte, kann man auch verstehen, wie man möchte. Mitteilende Person, wie immer in letzter Zeit, Matthias Kosch, seines Zeichens CFO. Die nächste Neuigkeit, die wir da haben, und das ist ja auch ein Punkt, den ich angekündigt hatte, denn Andres Ruffs Vertrag lief aus zum 30.06. und der wurde jetzt also einen Tag vor Auslaufen verlängert. In dieser News enthalten sind allerdings noch ein paar weitere Punkte, auf die ich auch eingehen werde. O-Ton von Andres Ruff. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern die Fortführung der Endor AG am Standort Landshut sichern und das Unternehmen wieder auf einen nachhaltigen Pfad mit einem strukturell gesunden Wachstum führen werden. Aha, okay. Das lassen wir jetzt einfach mal sacken. Eieieiei. Okay. Einen nachhaltigen Pfad mit einem strukturell gesunden Wachstum führen werden. Ist schon mal wieder auch lustig formuliert, das Ganze. Mhm. Und Andres Ruffs Vertrag wurde also verlängert bis zum 30. September 2024. Genauso, denke ich mal, zeigt man die überbordende Wertschätzung für eine Führungskraft, indem man den Vertrag um 3 Monate verlängert. Also ich gehe davon aus, dass im Hause Ruff da ordentlich die Champagnerkorken geknallt haben dürften. Also 3 Monate nochmal in Festanstellung, das ist doch aller Ehren wert. Ja, keine Ahnung. Das sieht doch schon so aus, als wenn da was geplant ist, sind wir mal ehrlich. Also drei Monate, was ist das denn für ein Quark? Da bist du als Normalsterblicher, denkst dir schon, wie 3 Monate? Was soll der denn in 3 Monaten machen? Ob das so üblich ist bei Führungskräften, dass man da sich von 3 Monatsvereinbarung zu 3 Monatsvereinbarung hangelt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, welchen Anreiz Herr Ruff hat, dieses Spielchen hier mitzuspielen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man sich jetzt ausdenken könnte. Zum Beispiel die Vergütung. Die ist vielleicht für 3 Monate super duper gut. Vielleicht ist es aber auch das wunderbare Arbeitsklima in einem Unternehmen mit glücklichen Mitarbeitern. Ey, können wir bitte aufhören, ironisch zu sein? Das mache ich sonst immer. Und ich habe immer aufs Maul gekriegt dafür. An regelmäßigen Betriebsfeiern und insgesamt richtig fantastischer Stimmung.
ob der glänzenden Zukunft des Unternehmens. Weiß ich nicht. Schauen wir doch einfach mal. Lacktausch wird immer ironischer, merkt ihr das? Also von Video zu Video wird er ironischer. Ich habe mir das abgewöhnt, von früher ironisch zu sein. Lacktausch wird immer ironischer. Wir haben quasi fast die Rollen getauscht, nur dass er nicht so böse ironisch ist. Weiter zum nächsten Punkt, beziehungsweise zum nächsten Punkt in dieser News. Denn der strategische Investor stellt weitere Liquidität zur Verfügung. Und das finden wir in diesem Absatz hier. Ferner hat der strategische Investor Corsair am Freitag weitere Liquidität in Höhe von 4 Millionen Euro für Endor bereitgestellt. Mhm. Die Liquiditätsspritze unterstreicht das starke Engagement des Investors für die Zukunft von Endor. Ich denke eher für die eigene Zukunft, aber gut, wenn man sich da noch als eigenständig betrachtet bei Endor, dann kann man das auch als Engagement für die Zukunft von Endor sehen. Ist allerdings natürlich komplett falsch auf Basis sämtlicher Fakten, die uns vorliegen. Corsair sieht natürlich zu, dass sie hier ein einigermaßen intaktes Unternehmen übernehmen und dafür müssen sie eben auch ein bisschen Geld bereitstellen. Also warum man da jetzt irgendwie diese große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen muss, das könnt ihr euch vielleicht selber beantworten. Ich werde aber noch ein paar Indizien liefern, warum man sich so verhalten muss und warum man hier so devot formuliert. Wie bereits mitgeteilt... Naja, macht man ja. Ich meine, 4 Millionen Euro kriegt man ja jetzt nicht immer so einfach mal in den Arsch geblasen. Ich meine nicht, dass Herr Jackermeier gezeigt hat, dass man ein bisschen mehr Zaster noch mitbringen möchte. Aber scheinbar sind die 4 Millionen ein Banger. Die anderen zweistelligen Millionenbeträge waren wohl nicht so attraktiv. Scheinbar. Halt ist beabsichtigt, dass Corsair die Endor AG im Rahmen eines Staruk-Verfahrens vollständig übernimmt, ja, wie bereits gesagt, und ausreichend finanzielle Mittel bereitstellt, um das Unternehmen ohne externe Verschuldung zu stabilisieren. Ist also ein ganz normaler Vertragsbestandteil bzw. Bestandteil der Vereinbarungen bzw. laufenden Verhandlungen mit Corsair, von denen ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass die wirklich ergebnisoffen geführt werden. Aber gehen wir nochmal weiter hier im Text. Auf Basis des mit Corsair vereinbarten Rahmenvertrags Termsheet verfolgt die Gesellschaft die Restrukturierung mit Corsair weiter. Dieses Termsheet ist offensichtlich nicht öffentlich, denn ich habe es nirgends finden können. Ich würde es sehr gerne mal lesen, um hier etwas mehr Einblick in die Details der Vereinbarung mit Corsair zu gewinnen. Denn ich würde meinen Purpose drauf verwerten oder verwetten, das werden wir nie zu sehen kriegen. Wir wissen darüber so gut wie gar nichts, außer dass Corsair die Endor AG übernehmen will und vielleicht auch wird. Das wird sich ja erst noch zeigen müssen, denn ganz so sicher ist diese gesamte Geschichte in meinen Augen noch längst nicht. Diese Fortschritte sichern der Endor AG nicht nur personelle Kontinuität und Stabilität, sie bieten auch finanziellen Spielraum, um die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen effektiv umzusetzen und werden entscheidend dazu beitragen, die operative Stabilität des Unternehmens zu sichern und die Maßnahmen zur Neuausrichtung voranzutreiben. Matthias Kosch, CFO der Endor AG, ergänzt: Die Erneuerung der Stillhaltevereinbarung durch die kreditgebenden Banken und die Überweisung der nächsten Tranche von Corsair sind starke Zeichen des Vertrauens und der Unterstützung für den eingeschlagenen Sanierungskurs. Diese sichern die Liquidität und ermöglichen die weitere Umsetzung der Restrukturierung unserer Firmengruppe. Kann man jetzt auch erstmal so... Manchmal frage ich mich wirklich, was in den Köpfen vorgeht, wenn die solche Sachen schreiben. Da mag ich dann doch lieber Englisch. Englando ist irgendwie ein bisschen simpler. Das hier klingt alles so hochtrabend und so nichtssagend. So stehen lassen. Aber nochmal zurück zu den 4 Millionen, die man hier von Corsair bekommt. Also 4 Millionen von Corsair sichern hier den weiteren Fortbestand und die Zukunft des Unternehmens. 25 Millionen, die von der Investorengruppe um Thomas Jackermeier zunächst Anfang Mai, glaube ich, ausgelobt worden sind, hätten nicht mal bis Oktober diesen Jahres gereicht. Das ist doch wirklich sehr bemerkenswert. Zumal offensichtlich diese Rekapitalisierungsmaßnahme von Thomas Jackermeier durch den Vorstand abgelehnt worden ist, mit der Begründung,
Das würde nicht ausreichen. Der Kapitalbedarf sei sehr hoch aufgrund der Tatsache, dass man den neuen Unternehmenssitz ja bis Juni fertigstellen müsse, weil der unbedingt bezogen werden muss. Mittlerweile wissen wir allerdings, dass es dort schon vor langer Zeit einen Baustopp gegeben hat und insofern ja, ist dieses Argument nicht so wirklich valide. Also das wundert mich schon ein bisschen. Und wie gesagt, 4 Millionen von Corsair gegenüber 25 Millionen der Investorengruppe. Ja, du Äpfelbirnen, ne? Äpfelbirnen, vielleicht hat Jackermeier Rubel aufgetrieben oder so. Äpfelbirnen, ne? Wir müssen ja auch mal ein bisschen realistisch sein. Gutes amerikanisches Geld von Corsair ist natürlich hat ein bisschen mehr Pfund. Ne? Da ist ein bisschen mehr Gewicht drin. Das zählt mehr, damit kann man mehr anstellen. Grüne Noten. Thomas Jackermeier, die scheinen, irgendwie scheinen diese 4 Millionen nochmal deutlich mehr wert zu sein. Und zuletzt waren es ja nicht 25 Millionen, die Investorengruppe um Thomas Jackermeier ausgelobt hat, sondern sage und schreibe 70 Millionen. Aber auch die haben den Vorstand nicht davon überzeugen können, dass man auf diesem Wege eine Rekapitalisierung des Unternehmens durchführen könne. Man nimmt jedenfalls das Geld von Corsair sehr gerne und das Geld, das über andere Rekapitalisierungswege bzw. alternative Restrukturierungsmaßnahmen zu bekommen wäre, das möchte man nicht haben. Ja, du, 4 Millionen, 70 Millionen, weiß nicht. Ist ja auch, also, ja, ne, wenn man jemanden nicht mehr haben möchte in seiner Firma, dann macht man das halt so. Und dann zeigt man das halt auch mal ganz deutlich. Aber nach außen wird das nicht gesagt. Weil die meisten Menschen sind ja, und ich spreche jetzt mal für mich selber, wir sind ja nur dumm. Wir kriegen das ja nicht mit. Uns ist das ja egal, wir sind ja nur die Kunden. Da kann man das schon mal machen. So, gehen wir doch mal weiter. Und was sich hier finden ließ im Deutschen Patent- und Markenamt, das ist ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Und nein, das handelt sich hier nicht um den Geschmack des Lenkrads, wenn man reinbeißt, weil man mal wieder von der Strecke abgeschossen wurde, sondern ein Geschmacksmuster, das ist ja sowas wie ein Designbeispiel. Also, wir haben hier das Design eines Lenkrads und schauen wir uns das Ganze mal von nahem an. Das ist ein sehr schickes Lenkrad, wie ich finde. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Was haben wir? Darüber kann man sich streiten. Sag ich, wie es ist? Was haben wir denn hier? Das ist der Umriss des Porsche-Wappens, wenn ich mich nicht täusche. Und das Lenkrad. Ferrari ist viereckig? Ja, Ferrari ist viereckig. Wer hat denn das bitteschön entwickelt? Da wollen wir auch mal nachschauen. Schauen wir uns das Lenkrad mal von der Rückseite an. Na, dieses Pin-Muster, das kommt uns doch äußerst bekannt vor. Mhm. Das ist ein Fanatec-Lenkrad. Und da würde ich einiges drauf wetten, dass das mit Sicherheit ein Fanatec-Lenkrad ist, denn ich weiß es zufällig auch aus sehr verlässlicher Quelle. Dieses Lenkrad wurde Quelle, vertrau mir, Bruder. Hundertprozentig, komplett und vollumfänglich von Fanatec entwickelt, beziehungsweise von der Endor AG. Es ist also ein Fanatec-Lenkrad, halten wir das mal fest. Und jetzt gehen wir hier im Text mal etwas nach unten. Und da sehen wir, Inhaber dieses Geschmacksmusters ist allerdings die Corsair Components Limited in Das ist wie ein scheiß Kinofilm. Du kannst dir das einfach nicht ausdenken. Zum Glück gibt es Menschen wie Lacktausch und wahrscheinlich auch sehr viele Menschen aus Lacktausch seiner Community und auch Foren, die sich sehr gut auskennen und die gewisse Internetseiten so nutzen wie normales Google und sowas zum Vorschein kommt. Das ist halt einfach nur frech. Also es ist einfach crazy. Wokingham, Great Britain. Das ist aber erstaunlich. Oh. Das ist also offensichtlich übertragen worden mit Ablaufdatum am 17.05.2028. Das ist also
auf ziemlich lange Sicht übertragen worden, dieses Geschmacksmuster. Vorgenommen haben das hier die Grünecker Patent- und Rechtsanwälte in München. Oh. Wenn wir etwas weiter forschen, stellen wir fest, dieses Lenkrad, wo mir das Porsche-Wappen aufgefallen ist, dieses Lenkrad ist das Lenkrad aus dem Porsche Vision Gran Turismo. Und zwar handelt es sich hier um ein, ja, Prototypen, den Porsche für Gran Turismo 7 entwickelt hat, in Anführungsstrichen. Also das Fahrzeug findet sich in Gran Turismo und das hier ist das besagte Lenkrad. Nochmal schnell der Abgleich mit der Form. Absolut identisch das Ganze. Das ist tatsächlich ein Porsche-Lenkrad. Und können wir bitte, 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 bitte irgendeine Firma haben? Irgendeine. Wirklich, es ist wirklich egal welche. Irgendeine für die Consoleros haben. Irgendeine andere, bitte. Irgendeine, wo Leute sitzen, die sagen, so komm, wir gehen jetzt einfach, wir machen das jetzt mit PlayStation und mit Microsoft, wobei Microsoft einfacher ist als PlayStation. Können wir das bitte, 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 bitte haben, dass wir nicht mehr dieses Monopol bei Fanatec haben, bitte. Bitte, bitte, irgendjemand, irgendein The Magic, Malving, Mosa, anyone, please. Da sollte es eine Lizenzvereinbarung geben zwischen der Endor AG und Porsche. Jetzt hat aber die Endor AG die Rechte bzw. die Lizenz für dieses Lenkrad ja dann offensichtlich zusammen mit dem Lenkrad übertragen an Corsair. Und so wie ich Porsche kenne, haben die mit Sicherheit eine Übertragung der Rechte aus der Lizenzvereinbarung an Dritte ausgeschlossen, aber explizit. Die wollen zu jeder Zeit die volle Kontrolle über ihre Marke haben und ich glaube, sie wollen vor allem damit auch verhindern, dass ihre Marke über solche Produkte in die Hände zwielichtiger Unternehmen oder Vertreiber gerät. Und das ist in diesem Fall scheinbar nicht gelungen. Denn jetzt ist Corsair der Rechteinhaber an diesem Lenkrad und diesem Geschmacksmuster, das wir hier finden. Und das Ganze mit dem eingeprägten Porsche-Wappen. Also ich will nur schwer hoffen, dass die Endor AG bzw. der Vorstand der Endor AG hier sich abgesichert hat und das Ganze auch mit Porsche und deren Lizenzabteilung ordentlich besprochen hat im Vorfeld. Ansonsten könnte es da durchaus Widerspruch von Seiten Porsches geben. Aber damit sind wir natürlich noch längst nicht am Ende. Noch längst nicht, liebe Freunde. Denn das hat mich natürlich veranlasst, hier nochmal weiterzusuchen. Und zwar in der Datenbank der EUIPO, der European Union Intellectual Property Office. Also hier findet sich das geistige Eigentum, das innerhalb der Europäischen Union so lizenziert wird. Und dann suchen wir hier einmal nach Fanatec. Ihr seht, ich habe das schon getan in der Vergangenheit. Und dann finden wir hier unter Trademarks eine Eintragung. Fanatec heißt diese Eintragung und das handelt sich hier um die Marke Fanatec bzw. die Handelsmarke Fanatec. Und wer ist hier der Owner, also der Besitzer bzw. Eigentümer dieser eingetragenen Marke? Das ist wieder Corsair Components Limited. Du kannst es hier einfach wirklich nicht mehr ausdenken. Du kannst dir das einfach nicht mehr ausdenken. Das ist... Wir merken uns hier die Owner-ID-Number, denn der Name, der ist bei den folgenden Produkten komischerweise nicht mit aufgeführt und das finden wir hier unter den Designs. Da finden wir nämlich nochmal 5 weitere Eintragungen, immer mit dieser Owner-ID, die wiederum der Corsair Limited zuzuordnen ist. Da haben wir also zum einen dieses Lenkrad hier, schauen wir mal im Webshop nach, das handelt sich mit Sicherheit um das CSL beziehungsweise Clubsport Lenkrad Flat 2. Dann gehen wir zum nächsten. Da haben wir dieses Lenkrad hier. Dabei handelt es sich mit Sicherheit um das Clubsport Lenkrad GT. Alcantara oder nicht, ist glaube ich dabei nicht ganz entscheidend. Aber ja, auch das findet sich hier wieder. Wahnsinn! Dann gehen wir noch etwas weiter. Dann sehen wir hier Fanatec Bentley. Ja, was ist denn das? Fanatec Bentley. Hier steht sogar Bentley noch in der Eintragung mit drin.
Und dann haben wir hier ein Bentley-Lenkrad. Ja gut, hier der Rahmen des Displays sieht etwas merkwürdig aus. Das scheint eher von Swarovski zu stammen, statt von Fanatec. Aber es ist, wie wir alle wissen, eine Fanatec-Entwicklung, steht ja sogar drauf. Also, und auch da können wir hier nochmal gucken. Absolut, wir sehen nur hier, letztlich in der Entwicklung hat man sich für geschlossene Griffe, für ein geschlossenes Design entschieden. Und zum Zeitpunkt der Eintragung war das offensichtlich noch als offenes Design geplant. Ich möchte nur kurz mal zwischenwerfen, dass das absolut nicht hochwertig aussieht. Nichtsdestotrotz handelt es sich zweifelsfrei um das Bentley Wheel von Fanatec. Auch hier wieder die Frage nach der Lizenz. Fanatec Bentley. Bentley. Ich glaube, auch Bentley ist nicht daran gelegen, dass man hier den Namen weitergibt. Also wirklich sehr, sehr schräg. Wir haben hier nochmal das Bentley in einer entfärbten Fassung, sage ich mal. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, denn auch dieses Muster ist übertragen an Corsair. Und zu guter Letzt haben wir hier das Button Module Endurance. Dafür müssen wir ja nicht mal auf die Fanatec-Seite gehen, um das zu sehen. Das sollte jedem klar sein, das ist schon lange auf dem Markt. Button Module Endurance, von Fanatec entwickelt, von Fanatec vertrieben. Auch hier Owner ID Corsair. Alles. Aber es ist doch wirklich gar nichts offiziell in Sack und Tüten. An Corsair übertragen worden. Und ich weiß nicht, wenn man noch weiter wühlt, findet man vielleicht noch mehr. Aber das ist schon schockierend und erschütternd gleichermaßen, dass hier dermaßen viele Lizenzen und Rechte und Patente abgetreten worden sind an Corsair. Corsair hat im Grunde jetzt bereits alles, was sie je wollten. Sie haben die Marke Fanatec, sie haben Lenkräder. Hier nochmal die Eintragung Marke, auch hier finden sich Grünecker, Patent und Rechtsanwälte. Man hat also hier komplett die Wortmarke Fanatec abgetreten an Corsair und das ist doch im Grunde schon der größte Wert, den die Endo AG überhaupt hat. Die Marke Fanatec ist unfassbar wertvoll, ist die bekannteste und profilierteste Marke am Simracing-Markt. Das tut mir jedes Mal weh, wenn das gesagt wird, aber es ist die Wahrheit. Das tut mir wirklich jedes Mal weh, wenn das gesagt wird. Es ist und bleibt aber die Wahrheit. Da kann man sich nicht gegen wehren, das geht nicht. Und die hat man jetzt einfach an Corsair übertragen. Zusammen mit ein paar Lenkrädern und einem Button-Module. Das ist schon wirklich erstaunlich. Also da hat Corsair im Prinzip jetzt schon einen sehr guten Produktstamm sich angeeignet. Das Ganze ist tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Es hat darüber keinerlei Verlautbarung gegeben, der Endo AG. Niemand wurde hier informiert. Das ist ein Vorgang, also besonders wenn man das Recht an der Marke Fanatec in fremde Hände gibt, da würde ich doch meinen, dass da unter Umständen ein Beschluss auf einer Hauptversammlung drüber gefasst werden muss. Vielleicht waren das auch einfach, vielleicht sind die 4 Millionen dafür gewesen, dass sie sich das damit gekauft haben. Weil das ist absolut relevant für das Unternehmen, dass man hier so eine Entscheidung tatsächlich nicht per ad hoc öffentlich macht, finde ich sehr befremdlich. Sehr, sehr befremdlich. Nicht mal eine Pressemitteilung. Also hier muss man durch Zufall auf diese Information stoßen. Ja gut, aber Fanatec ist ja nun schon wirklich wahrlich sehr, sehr lange nicht sehr kommunikativ, wenn überhaupt irgendwann mal in irgendeiner Form kommunikativ geworden gewesen. Um da überhaupt von Wind zu bekommen. Niemand wurde hier explizit informiert und das halte ich für ein absolutes Unding. Ein absolutes Unding ist das. Bleibt aber natürlich noch eine alternative Möglichkeit und zwar, dass unter Umständen die Endo AG hier die Markenrechte und auch die Rechte an den Lenkrädern übertragen hat als Sicherheit für das Überbrückungsdarlehen, das sie von Corsair bekommen haben. Ihr erinnert euch an die besagten 4 Millionen Euro. Das ist natürlich eine Möglichkeit, dass das hier in Verbindung steht mit der Übertragung der Rechte, dass man Corsair hier die Rechte als Sicherheit für das Überbrückungsdarlehen übertragen hat. Was das aussagt über das Kräfteverhältnis zwischen Endor und Corsair,
Das könnt ihr euch dann schon denken. Ich habe ja auch in meinem Video über die Corsair und deren Vorgehen im Zuge der Verhandlungen mit der Endor AG bereits die Vermutung geäußert, dass man hier nicht auf Augenhöhe agiert, dass hier Corsair der klar dominante Part ist, der alles bestimmt und auch in der Regel mit Veröffentlichungen immer einen Schritt vor der Endor AG sich bewegt hat. Ihr erinnert euch an die Verlautbarung von Corsair, dass sie dieses Jahr mit einer kompletten Simracing-Produktlinie auf den Markt gehen werden. Das Ganze haben sie verlautbaren lassen, einen Tag bevor die Endor AG die ad hoc zu eben den laufenden Verhandlungen mit Corsair veröffentlicht hat. Also das ist schon wirklich, wirklich wild, vogelwild, was sich da abspielt. Das ist nicht üblich, dass man so vorgeht. Und ja, Endor steht hier massiv unter Druck. Ich habe das Gefühl, der Vorstand lässt sich hier komplett unterbuttern. Ich habe hier nicht den Eindruck, dass man dennoch versucht, das Beste fürs Unternehmen rauszuholen. Das vielleicht ist es auch einfach nicht unterbuttern und wir arbeiten zusammen. Das macht ja schon seit vielen Monaten bzw. Jahren den Anschein. Vielleicht haben sie ja ein, wie sagt man so schön, jetzt völlig übertrieben, ne, auch in Anführungsstrichen, ein Saboteur unter sich. Das sieht nun wirklich nicht danach aus, denn man hat im Prinzip jetzt schon alles weggegeben. Es ist alles aus der Hand gegeben an Corsair. Und im Grunde braucht Corsair jetzt auch überhaupt kein Staruk-Verfahren mehr oder tatsächlich eine finale Komplettübernahme der Firma. Die könnten einfach jetzt den Firmensitz in Landshut dicht machen und mit der Marke sich davon machen. Ob das so passieren wird, kann ich natürlich nicht prognostizieren, wäre aber natürlich eine Möglichkeit. Es gibt aber noch die alternative Möglichkeit, wie gesagt, dass das hier sich lediglich um eine Absicherung eines Überbrückungskredits handelt. Aber auch dann, finde ich, gibt man hier von Seiten Endor viel zu viel weg, viel zu viel in fremde Hände. Wie ergebnisoffen diese Verhandlungen laut der ersten Ad-Hoc der Endor AG wirklich mit Corsair geführt werden, also das vermag ich nicht zu beurteilen, beziehungsweise würde ich jetzt tatsächlich auf spekulativer Basis stark bezweifeln. Da ist nicht viel von Ergebnisoffenheit zu spüren, um ehrlich zu sein. Folgende Fragen stellen sich jetzt also. Ja, wir werden das wahrscheinlich rausfinden, wenn die Internetseite nach Corsair aussieht und bei Corsair Fanatec gelistet ist. Oder sie das einfach umbenennen, was nicht so schlau wäre. Benötigt Corsair jetzt eigentlich noch Staruk? I doubt it. Okay, der hat mich gekillt gerade. Der hat mich kalt erwischt. Handelt der Vorstand im Interesse des Unternehmens und der Mitarbeiter? I doubt it. Und verhandelt der Vorstand der Endor AG wirklich auf Augenhöhe mit Corsair? I doubt it. Ja, die Fragen habe ich vorhin ja auch schon in den Raum geworfen. Ich denke, auf Grundlage all der Videos, auch von mir, die ihr zu dem Thema finden könnt, ist die Antwort relativ leicht zu finden. Beziehungsweise bleibt kritisch, bildet euch eure eigene Meinung hier. Ihr müsst doch nicht alles glauben, was ich da in die Welt rausgebe. Ich kann es nämlich manchmal selbst nicht glauben. Und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss. Dankeschön, Lacktausch. Boah, das ist halt einfach wild, wenn man nicht irgendwas auf Papier hat und dann gehst du da rein. Und dann sind halt Rechte übertragen und dann steht der Kurs hier drin. Boah, es sind so viel, kannst du so viel spekulieren. Das Thema ist einfach viel zu wild. Aber wie Lacktausch schon gesagt hat, es könnte halt wirklich sein, dass das gemacht wurde für die 4 Millionen. Es ist auch einfach nicht mehr schön, sich das anzugucken. Ne? Ob man jetzt Fanatec mag oder nicht, das ist wirklich ein sehr unschöner Prozess, der da abläuft. Also wirklich ein sehr, sehr unschöner Prozess. Man mag halt auch wirklich nicht mehr gucken und das nächste Video, weil es wird halt auch einfach von Video zu Video schlimmer. Ja, bis es dann wahrscheinlich irgendwann durchgedrückt ist und dann ist es fertig. Und dann hat es in einem Monat sowieso wieder jeder vergessen.